Die Band The Sold Out legt los und die Plätze im Brunnenhof des Kurhauses sind ruckzuck voll. Ein Sommerabend wie im Bilderbuch. Musik und gute Stimmung. Was braucht man mehr? Für die Mitglieder von The Sold Out ist die Musik das verbindende Element. Trotz aller Veränderungen ist die gemeinsame Band immer eine Konstante für alle geblieben. So blicken sie auf viele gemeinsame Jahre zurück. Die Band gibt es eigentlich schon sehr lange, zumindest in der Kernbesetzung. Gefunden haben wir uns eigentlich in der Schulzeit schon, im Finsterwalder Gymnasium. Das heißt, wir sind eigentlich von klein auf groß geworden, haben damals beschlossen, dass wir die Instrumente erlernen und ja, fast 20 Jahre später sind wir eigentlich immer noch zusammen und machen eben unsere Musik nach wie vor und hoffen, dass wir ein bisschen besser geworden sind in der Zeit. Wo man als Besucher das Konzert genießt, bleibt jedem selbst überlassen. Egal ob auf der Bank, im selbst mitgebrachten Sessel oder auf der Wiese. Hauptsache mit der richtigen Begleitung. Kultur im Park, das ist auch Esskultur. Ein umfangreiches Picknick und ein edler Tropfen gehören im Kurpark schon fast zum guten Ton. Kultur im Park in Bad Aibling ist eine Reihe für die ganze Familie. Und auch wenn die Oldies lange vor der Zeit dieser beiden Tänzerinnen aktuell waren, regen sie trotzdem zum Mitschwingen an. Die Gruppe The Sold Out wählt vielfältige Coverlieder aus und kombiniert ungewöhnliche Songs miteinander. Covermusik mit eigener Note bedeutet bei The Sold Out: Wir setzen das so um, dass wir die Songs so spielen, wie wir es hören. Also jeder hat immer so seinen eigenen, ja, seinen eigenen Drive und wir geben das einfach so wieder, wie wir. Ja, wie wir das einfach fühlen, wie wir das hören. Wir spielen sowieso nur Songs, die wir wirklich alle auch gut finden. Also die jeder von uns mag. Es gibt keinen Song, den wir spielen, den einer blöd findet oder so. Kultur im Park wieder von seiner schönsten Seite. An diesem Freitag geht es weiter mit der Gruppe Plankton. Wie immer ab 19.30 Uhr im Brunnenhof des Kurhauses in Bad Aibling.